Willkommen zurück, liebe Clubfreunde, auf CFTV. 0:0 beim FC Kaiserslautern am Betzenberg. Punkteteilung im Zweitligaspiel. Der Clubtalk, wie immer, präsentiert von unserem Partner Kulmbacher und meine zwei CF-Experten live zugeschaltet. Einmal Martin Driller und Chris Biechele. Servus, Jungs. Tag. Hallo, grüß dich. Hallo. Kulmbacher Edelherb, denn Edelherb verbindet. Schön, dass ihr beide wieder Zeit gefunden habt und schön oder auch nicht schön, das überlasse ich euch, dass ihr das Spiel des ersten FC Nürnberg in Kaiserslautern verfolgt habt. Fangen wir doch mal an mit dem Chris. Chris, wie hast du den ersten FC Nürnberg am Betzenberg gesehen? Ja, nicht sonderlich gut. Also im Vergleich zu den drei Spielen zuvor, bin eindeutig schwächer im Spiel nach vorne, hat er fast praktisch nicht stattgefunden und wie gesagt, hat mit Glück und mit einem starken Torhüter einen Punkt sich erkämpft. Martin, wie hast du den Club gesehen? Ja, ich glaube, man muss erstmal die positiven Dinge hervorheben. Wir haben einen glücklichen Punkt geholt und wir haben zu Null gespielt. Das sind die positiven Dinge und alles andere, muss man wirklich sagen, war ein kleiner Rückschritt im Gegensatz zu den letzten drei Spielen, wo man wirklich dann doch wieder die ein oder andere Spitze nach vorne setzen konnte, wo man auch mal zwei, drei Abschlüsse hatte. Diesmal haben wir im Sturm gar nicht stattgefunden. Das war sehr schade, weil ich mir gerade gedacht habe, was man beim Aufsteiger punkten muss. Und das ist jetzt, wenn man dann die Saison jetzt so nimmt, in Braunschweig drei Punkte liegen lassen beim Aufsteiger. Jetzt Kaiserslautern wieder zwei Punkte liegen lassen beim Aufsteiger. Nächste Woche kommt Magdeburg, ist wieder ein Aufsteiger. Wir dürfen gegen diese Gegner einfach keine Punkte liegen lassen. Und man sieht ja, dass alle anderen Mannschaften punkten, sogar dreifach. Das heißt, von unten wird es immer enger und nach oben verschwindet die obere Hälfte immer weiter von uns weg. Das ist wirklich problematisch. Wir müssen jetzt dringend einen Dreier einfahren. Martin, du hast ja letzte Woche gewarnt oder eben gesagt, okay, der Club darf in Kaiserslautern eigentlich nicht verlieren. Eigentlich muss er einen Dreier holen. Jetzt hat er einen Punkt geholt. Ist es dann im Endeffekt zu wenig? Oder wenn man den Spielverlauf betrachtet, und da kam ja auch, ich möchte nicht wieder die alte Leier mit der Offensive anfangen, aber da kam natürlich auch wieder nichts nach vorne, muss man mit dem Punkt dann letztendlich doch zufrieden sein. So wie das Spiel gelaufen ist, müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Ich glaube, diesmal hat Martin ja den einen Punkt wenigstens festgehalten, das muss man ganz klar sagen. Wir haben viel zu viele Chancen zugelassen. Und nochmal, unsere Ansprüche sind ja wesentlich höher. Wir wollen ja eigentlich im oberen Drittel spielen. Und da sind wir im Moment ganz weit von entfernt. Wir müssen unbedingt jetzt wieder ein Dreier einfahren. Und wenn wir ein schmutziges 1-0 holen, jetzt in Magdeburg oder zu Hause gegen Magdeburg, wir müssen dort einen Dreier holen. Wie gesagt, die Fürther haben jetzt gewonnen, von unten die punkten auch alle. Das heißt, nach unten wird es immer enger und nach oben, der Abstand wird immer größer in die obere Tabellenhälfte. Und das ist ja eigentlich unser Ziel. Wir müssen in die obere Tabellenhälfte kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst spielen wir wirklich nach der Winterpause gegen den Abstieg. Chris, Martin hat es gerade angesprochen, ein starker Martenia an diesem Tag hat er im Endeffekt ja den Punkt gerettet. Die Abwehr ist jetzt, seitdem Markus Weinzierl das Zepter beim 1. FC Nürnberg schwingt, stabil. Aber ja, ich muss trotzdem nochmal ansprechen, nach vorne geht nach wie vor nichts. Also sind das jetzt dann die Spiele, mit denen wir rechnen müssen, dass wir versuchen, hinten dicht zu halten und vorne hilft der liebe Gott? Und ist die Winterpause, die haben uns auch letzte Woche darüber unterhalten, wegen der WM in Katar stattfindet und natürlich auch länger ist, das rettende Ufer für den 1. FC Nürnberg, um dann in der kommenden oder beziehungsweise in der Rückrunde neu anzugreifen? Ja, der Martin hat es ja gesagt, du musst jetzt erstmal schauen, bis zur Winterpause wirklich zu punkten. Brauchst auch, muss auch nicht sonderlich schön sein, aber du musst punkten. Und die Tabelle ist ja noch relativ eng, kann man mal sagen. Aber zu Platz 6 zum Beispiel, glaube ich, fehlen dem Club 8 Punkte. Nach unten ist es sehr, sehr eng. Und wenn man sieht, wer da unten auch steht, muss man ja auch sagen, Bielefeld hat mit Sicherheit eine andere Qualität als Platz 18. Fürth steht da unten, St. Pauli bewegt sich ja auch noch in dem Dunstkreis da unten. Also du musst schauen, dass du wirklich punktest.
Und dann natürlich, ja, dann diese Winterpause nutzt, um dann nochmal dich zu straffen. Und ich denke mal, so von dem ganz großen Ziel, Platz 1 bis 6 oder überhaupt nur Platz 6, wird es dieses Jahr, kannst du dich erstmal wirklich komplett verabschieden. Du musst so schnell wie möglich schauen, mehr Luft nach unten zu kriegen erstmal. In den Kommentaren bei uns im Club Talk sieht man sehr, sehr häufig sehr lange Kommentare von einem Ruben Sauer. Und ja, der Ruben kommt aus der Nähe von Wiesbaden und ist ein Clubberer durch und durch, arbeitet auch als Sportjournalist, möchte allerdings das Medium im Moment nicht nennen, möchte aber sehr, sehr gerne das ein oder andere Statement hier im Club Talk mit euch diskutieren und findet eben die Sendung toll und möchte auf diese Art und Weise ein bisschen mit dabei sein. Und ja, ich würde ganz gern mal vorlesen, zumindest mal ein Beitrag vorlesen, den ich sehr, sehr interessant fand und dann eben eure Meinung dazu hören. Meiner Meinung nach gilt folgende These. Hätte sich der 1. FC Nürnberg gegen diesen Kontrahenten auf eine einigermaßen effektive Form von Pressing und Gegenpressing verstanden, in Klammer passierend auf dafür notwendige konditionelle Voraussetzungen, wäre es sogar als Sieger vom Platz gegangen und hätte für ihn vermutlich schon in der ersten Halbzeit mehr unter dem Strich gestanden als nur die gute Spielkontrolle, die man in dieser Phase besaß. Chris, kann man das so sehen? Ja, ist viel Konjunktiv dabei. Ne? Hätte, wenn, ne, das ist natürlich, wenn du richtig gut presst, auch vorne drauf gehst und dann Kaiserslautern, ist jetzt auch nicht die Wahnsinnsübermannschaft, hättest du Kaiserslautern auch vor dem eigenen Publikum, jetzt sage ich mal, beeindruckt und ob Kaiserslautern spielerisch sich aus einer Pressing-Situation lösen kann, ist die Frage. Nur du musst es erstmal hinkriegen. Und davon von einem Pressing zu sprechen beim Club tatsächlich war überhaupt nicht die Rede. Also das war allerdings auch in den Spielen zuvor, also ein Angriffspressing oder hatte der Club nicht gespielt. Es gibt ja verschiedene Formen von Pressing. Ich kann ja auch etwas tiefer stehen und dann in dem Moment, wo der Gegner über die Mittellinie kommt, sagt so, jetzt pressen wir alle. Aber das fehlt natürlich ein Stück weit, aber das darum, ja, das reinzubringen, dafür ist die Winterpause. Und dann musst du auch überlegen, will ich das auch so? Also wie gesagt, es gibt verschiedene Arten von Pressing und das muss der Trainer entscheiden, welches Pressing er für den Club am geeignetsten sieht. Beim Chris gibt es heute Kaffee und Kuchen, wie man im Hintergrund gut hört. Also was gibt es denn für einen Kuchen, Chris? Ne? Okay. Ruben meint auch, und das Martin, er sagt, obwohl der Club im zweiten Spielabschnitt merklich unter Druck geriet, war sein Punktgewinn, also der Punktgewinn vom 1. FC Nürnberg, unter dem Strich fraglos verdient. Kann man das so sehen? Ja, das kann ja jeder sehen, wie er will. Ich sage immer noch, es war glücklich, denn die klaren Torschancen lagen einfach auf Lauterer Seite, das muss man so gestehen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir aufs Tor geschossen haben bei den Lauterern, aber ich glaube, Martenia hat 2-3 wirklich sehr, sehr gut gehalten und hat wirklich diesen Punkt festgehalten. Ich glaube, dass wir diesen Punkt glücklich mitgenommen haben. Und das ist aber auch okay. Wir haben kein Gegentor kassiert, wenn es auch mit Glück war. Aber dafür haben wir einen Torhüter, dass er mal ein paar Bälle hält. Das war alles wunderbar. Aber nochmal, für mich war es ein glücklicher Punkt. Aber also die These finde ich schon sehr steil, dass der Punkt verdient war. Ich meine, wie gesagt, das gibt es ja im Fußball letztendlich. Alles hätte, wenn, und am Ende zählt das Ergebnis. Und, aber das war schon ein sehr glücklicher Punktgewinn. Also es gibt ja Spiele, wo man immer sagt, ja, da lässt man Punkte liegen und so weiter. Aber das ist ja auch beim Club zum Beispiel, ich finde, die Punkte, die sie bisher haben, ja, das entspricht schon dem, wie sie aufgetreten sind. Fürth zum Beispiel kann sicherlich sagen, Mensch, da haben wir wieder Punkte liegen lassen, wir hatten mehr Chancen, wir hatten mehr Spielanteile und so weiter. Aber das kann der Club jetzt nicht von sich behaupten. Aber wie der Martin auch sagt, letztendlich ist das völlig egal, ob es. Ich meine, es ist fürs Ego halt gut, wenn du sehr stark. Jemand, der Club hätte jetzt überhaupt keine oder nur eine Chance in Kaiserslautern zugelassen. Dann kannst du sagen, jawohl, wir haben jetzt wieder super verteidigt und nehmen den Punkt verdient mit. Nach vorne müssen wir uns steigern. Aber ich fand halt dieses Mal, waren sie hinten, also
die ganze Verteidigung war nicht so, also ich rede nicht von der Abwehrreihe, die zwei Innenverteidiger haben gut verteidigt, aber die Mannschaft an sich hat es nicht so gut hinbekommen, die Räume eng zu haben, da waren die Abstände zu groß, man ist immer wieder, sofort in den Gegenangriff gelaufen, weil man auch die Bälle zu schnell verloren hat. 47.000 Zuschauer am Betzenberg in der zweiten Fußball-Bundesliga, eine Kulisse, die dann vielleicht auch den einen oder anderen Spieler so ein bisschen, jetzt hätte ich fast gesagt, zu viel war. Martin, gibt es sowas im Fußball oder feuert es die Mannschaft eigentlich, macht es die Mannschaft nur noch heißer, selbst wenn es die gegnerische Mannschaft ist, die dann letztendlich am Betzenberg spielen muss? Wobei es waren ja auch, und das eine tolle Kulisse, auch zwischen 6.000 und 8.000 Nürnberger mitgereist. Ja, ich glaube, das muss man auch mal hervorheben. Erstmal waren das absolute Erstligabedingungen in dem Stadion. Wir wissen, was auf dem Betze los ist. Ich habe damals auch noch zu Erstliga-Zeiten dort mal gespielt. Da ist eine super Stimmung, das ist sensationell. Und dass dieses Spiel keine Tore gesehen hat, ist eigentlich sehr, sehr schade. Da wäre mir fast ein 2-2 lieber gewesen, weil dann die Stimmung noch besser ist. Man muss natürlich auch sagen, dass es sensationell ist, dass da so viele Fans aus Nürnberg hinfahren. Aber ich glaube, auch für die war es ein Erlebnis, mal wieder auf dem gefüllten Betzenberg diese Stimmung mitzuerleben. Ich glaube, der Rahmen war sensationell. Bloß das Spiel hat einfach nicht das gehalten, was diese Atmosphäre geboten hätte. Aber damit müssen wir jetzt einfach leben. Wir müssen diesen Punkt mitnehmen und darüber müssen wir froh sein. So, dass wir jetzt aber, jetzt kommen wir auf das nächste Spiel. Wir spielen gegen den dritten Aufsteiger jetzt. Ja, und das ist nur gegen Magdeburg. Wir müssen einen Dreier holen. Ansonsten entschwinden uns diese ganzen Gegner, die wir eigentlich hinter uns lassen wollen. Die entschwinden uns. Wir müssen gegen Magdeburg einen Dreier holen. Ansonsten geht es mit ganz, ganz viel Bauchschmerzen in die Winterpause. Du erinnerst dich, dass man immer so mit dem Ex-Trainer Robert Klaus so ein bisschen gehadert hat, eben auch an der Seitenlinie und eben auch bei den Pressekonferenzen von seinen Statements her immer auch ein bisschen vom Laptop-Trainer gesprochen hat. Wie beurteilst du denn jetzt und die Kollegen in Nürnberg die bisherige Arbeit vom Trainer Markus Weinzierl? Also nicht jetzt das, was man auf dem Platz sieht, das bekommen wir ja mit anhand der Ergebnisse, aber eben auch sein Auftreten bei den Pressekonferenzen und auch am Spielfeldrand während der 90 oder keine Ahnung, wie jetzt gegen Kaiserslautern, 94 Minuten. Ja, ich kann natürlich die anderen Kollegen jetzt da, ich kann nicht für die anderen Kollegen sprechen, wie sie das sehen. Ich meine, letztendlich, wie der Trainer an der Außenlinie ist oder ob irgendein Journalist mit ihm in den Pressekonferenzen gut kann oder nicht gut kann, ist ja eigentlich auch wirklich völlig sekundär. In erster Linie zählt ja das Ergebnis auf dem Platz. Und ich persönlich finde ihn, von seinen Ansagen ist er mir halt relativ viel näher. Er ist klar, das ist eindeutig und er sagt auch was. Oder sagt man, wenn er nichts sagen will, dann hört er eben auf. Beim Robert Klaus war es halt manchmal so, der hat da ausgeholt und hat 5 bis 10 Minuten, also eine einfache Frage. Ich sage nach wie vor, Fußball ist natürlich mehr als nur geht raus und spielt Fußball. Aber mitunter fand ich das schon sehr, sehr kompliziert. Und ich meine, seine berühmten Ausführungen damals vom asymmetrisch abkippenden Linksverteidiger, da habe ich hinterher auch mit ihm gesprochen, habe gesagt, das heißt doch nichts anderes, wenn der Rechtsverteidiger geht, dass der Linksverteidiger eben, dass die Viererkette, die zwei Innenverteidiger rutschen ein Stück rüber bilden dann praktisch eine Dreierkette und der lässt sich nach hinten schräg abkippen, damit sie auf einer Linie sind. So kann man es auch sagen. Ne? Also man kann es auch so sagen, wie es der Robert Klaus gesagt hat. Und es gibt ja auch viele, die finden das, Journalisten oder auch Zuschauer und Fans waren ja auch da angetan davon. Und haben gesagt, ja, so ist der jetzt der Fußball. Wichtig ist halt, dass er bei der Mannschaft ankommt. Und was ich schon fand, weil du sagst an das Coachen, das habe ich ihm aber auch gesagt, ich fand es teilweise sein Verhalten an der Seitenlinie dem Schiedsrichter gegenüber nicht korrekt. Und es auch, tut auch der Mannschaft nicht gut. Es ist in Ordnung, wenn ein Trainer muss ja mal was sagen und kann auch mal mit dem Schiedsrichter diskutieren. Aber wenn ich bei jedem Einwurf und bei jeder Aktion aufspringe und zum vierten Schiedsrichter renne, ja, das bringt auch der Mannschaft nichts. Deswegen
Aber letztendlich entscheidend ist einfach das Ergebnis auf dem Platz. Und man muss ja auch sagen, Robert Klaus hat ja mit dem Club auch Erfolg gehabt. In der Saison lief es halt einfach nicht mehr, aus verschiedensten Gründen. Und das ist ja auch das, was ihr jetzt auch aus der Mannschaft hört. Er hat eben den Draht zu der Mannschaft verloren. Er hatte einige wenige, mit denen hat er ein sehr enges Verhältnis gehabt. Und zu vielen anderen, was ich mir nie hätte vorstellen können, weil er war ja sehr eloquent, und zu vielen anderen, mit denen hat er kaum oder gar nicht gesprochen. Also es gab, der redet mit mir nicht. Und ich habe immer gedacht, das kann ja nicht sein, weil du musst ja als Trainer, das ist ja das Entscheidende, dass du eben deine Spieler begeistern kannst, überzeugen kannst. Das ist ja auch das Schwierige am Trainer zu sein, Training abzuhalten, eine gewisse Spielidee zu haben, das ist das eine. Das kann, denke ich mal, ist nicht so wahnsinnig schwierig. Aber eine Mannschaft zu führen, die vielen unterschiedlichen Charakteren zu vereinigen, dass das eine Einheit wird, auch mal dazwischen zu hauen. Wann haue ich dazwischen? Wann streichle ich jemanden? Wann nehme ich einen Arm? Wann muss ich auch mal durchgreifen, einen Spieler mal rausnehmen? Das ist ja das, was den Trainerjob so wahnsinnig schwierig macht. Du verfolgst den ersten FC Nürnberg für den Kicker, für das Kicker Sportmagazin natürlich, und demzufolge bekommst du sehr, sehr viel mit und auch natürlich von den Kollegen, aber ganz klar, Statement von dir reicht mir aus, und natürlich musst du und kannst mir auch nicht sagen, wie die Kollegen das sehen, aber ich weiß natürlich, wir haben uns ja auch oft drüber unterhalten und auch im Club Talk oft drüber gesprochen, was du gerade auch nochmal untermauert hast, dass das Gefühl entstanden ist oder viele das Gefühl haben, dass Robert Klaus, aber da will ich auch gar nicht mehr so drauf. Robert Klaus ist zumindest beim ersten FC Nürnberg Geschichte, den die Mannschaft nicht mehr erreicht hat, erreicht deiner Meinung nach Markus Weinzierl. Hast du das Gefühl, dass das jetzt auch schon angekommen ist, dass die Mannschaft, dass ihr die Mannschaft auch so erreicht, vielleicht auch die Spieler, die unter dem Ex-Trainer nicht mehr so gezündet haben, dass sich das jetzt trotz sieglosen Spiele in den letzten Wochen, trotz alledem, dass sich das da jetzt so Step by Step entwickelt und wie wir es vorhin ja auch schon kurz angesprochen haben, mit ein bisschen Zeit, die wir dann in der Winterpause haben, in der Rückrunde dann auch Früchte tragen wird? Ja, man sieht die Art oder Weise, wenn man sich mit Verantwortlichen unterhält, sagen auch, ja, er hat eine empathischere Art und Weise und spricht mit dem, ist kommunikativer. Also zu den Spielern selber, auch wenn er nach außen hin ist, er ist jetzt nicht derjenige, der immer mit vielen Worten um sich schmeißt. Er hat er hat einen gewissen Mutterwitz, so ein Humor auch. Aber wie gesagt, letztendlich, man darf auch nicht jetzt, wie du sagst, Robert Klaus jetzt da alles sagen, er ist schuld oder sonst irgendwas. Der Trainer ist immer auch nur ein kleines Teil in diesem großen Getriebe, zwar ein wichtiges, aber eben auch trotzdem nur die Spieler müssen es richten. Und jetzt wird man dann auch sehen, und das ist sicherlich das Spannende, wenn auch jetzt der Markus Weinzierl es nicht schafft, den Club dauerhaft, sagen wir, ins Mittelfeld zu führen, sagen wir 8, 9, 10, und dass er da stabil spielt, wenn auch bei ihm die Konstanz, die den, was man ja auch beim vorher unter seinem Vorgänger immer wieder gesagt hat, der Club hat ja schon mal toll verteidigt, das hat er ja prima hingekriegt, bloß die Konstanz hat gefehlt. Wenn es bei Markus Weinzierl jetzt auch so sein sollte, dann muss man einfach mal sagen, ja, das liegt dann nicht am Trainer. Und komplett, dass man nur sagt, das war der Robert Klaus, das war halt ein Teil. Er hat keinen Erfolg mehr gehabt oder nicht die gewünschten Ergebnisse. Das färbt dann auch auf die Mannschaft ab. Da leidet immer ein Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft. Aber es würde spannender zu sehen sein. Bekommt der Markus Weinzierl die Konstanz rein? Und wenn er es nicht reinbekommt, dann wird man vielleicht auch mal überlegen, okay, dann passt vielleicht in diesem Kader, in der Zusammenstellung irgendwas nicht, was man jetzt so im Moment noch gar nicht so sieht. Martin, 6:0 Torchancen beim Spiel gegen Kaiserslautern.
Die alte Leier, aber lass uns trotzdem noch mal kurz drüber sprechen. Du als Goalgetter, der ja für viele Vereine die Buden gemacht hat. Ich muss dich einfach noch mal fragen, hast du irgendwas anderes gesehen? Hast du eine Verbesserung gesehen oder ist es noch schlechter geworden? Nein, ich glaube, in Kaiserslautern, muss man sagen, hat das noch mal nachgelassen. Die Stürmer haben gar keine Unterstützung mehr bekommen. Wir haben dann nur noch mit 8 Mann verteidigt und haben eigentlich sehr, sehr wenig nach vorne gemacht. Eigentlich bräuchten wir die Stürmer im Moment nicht bis zur Winterpause, wenn wir weiter so spielen wollen. Solange Weinziel versucht, alles zu regeln, um keine Gegentore zu kassieren, sind die Stürmer leider die ärmsten Schweine bei uns in der Mannschaft, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber natürlich ist es so, er möchte erst stabil stehen, das verstehe ich. Und wenn man das Positive nimmt, wirklich, wir haben wieder kein Gegentor kassiert und das ist entscheidend. Ja, wenn wir irgendwann mal glücklich ein Tor machen, können wir vielleicht mal ein Spiel 1-0 gewinnen. Aber im Moment ist das nicht der Fall und damit müssen wir jetzt im Moment leben. Und es ist auch schade, dass wir im Moment so negativ darüber reden müssen. Aber ich verstehe Weinziel. Ich verstehe, dass er die Mannschaft stabilisieren will, dass er keine Gegentore kassieren will. Und er wird sich in der Winterpause irgendwelche Spieler suchen, die die 6 so ausfüllen können, dass sie auch wieder das Spiel nach vorne antreiben können. Im Moment spielen bei uns die Sechser einfach Libero vor der Abwehr, um noch mehr Sicherheit zu bringen. Und deshalb sind natürlich unsere Stürmer wirklich arm dran. Wie wir es hier im Club Talk eigentlich immer so halten und es auch heute nicht machen wollen, trotz alledem möchte, wie gesagt, nicht in die Einzelkritik gehen, aber wir haben Chris Matenia erwähnt, dass er einen super Tag hatte und auch super Chancen vereitelt hat. Lasst uns trotz alledem über einen, der beim Club eigentlich so ein Ausnahmefußballer ist und den Club auch sehr, sehr gut tut, aber im Moment in dem Tief hängt, warum auch immer, Mats Müller-Dehli so ein bisschen, wie gerade schon gesagt, im Tief. Wird auch dann recht häufig ausgewechselt. Martin, nochmal an dich die Frage, woran liegt denn das jetzt? Ja, ich glaube, man sieht, Mats Müller-Dehli hat viele Ballkontakte, schleppt den Ball sehr viel. Aber das Problem ist, er muss die Bälle schleppen von hinten nach vorne und das funktioniert nicht. Er läuft viel und das ist natürlich, wenn er in seinem Rücken schon keine Unterstützung hat, muss er einfach zu viel in der Defensive mitarbeiten, kann sich nach vorne nicht entfalten. Und das sind natürlich dann so Defizite, im Moment nicht gut drauf ist. Ich glaube schon, dass er gut drauf ist. Vielleicht fehlt ihm ein bisschen die Kraft nach seinen ganzen Verletzungen, Trainingsrückstand. Aber ich glaube, dass er sich wieder entwickeln kann, wenn er weiter vorne spielen kann, wenn wir im defensiven Mittelfeld geordneter stehen, die Unterstützung für ihn haben und dass er einfach als Freigeist in dieser Mannschaft arbeiten darf. Im Moment muss er sich unterordnen. Das macht er so gut, wie er kann. Und das sind im Moment seine Aufgaben und das muss man auch, dieses Problem muss man in der Winterpause lösen, dass man ihn wieder hinkriegt, dass er sagt, Mensch, ich kann wieder nach vorne arbeiten, ich kann vielleicht auch mal vorne mal eine Runde stehen bleiben, weil hinter mir alles safe ist. Im Moment ist das nicht so und da müssen wir einfach abwarten. In der letzten Sendung haben wir gar nicht drüber gesprochen, ist uns irgendwie, beziehungsweise mir irgendwie entfallen. Lasst uns das heute nochmal ganz kurz mit aufnehmen. Der Kapitän Schindler hat verlängert beim 1. FC Nürnberg, also bekennt sich zum Club und führt auch weiterhin den Club als Kapitän, oder bleibt weiterhin beim 1. FC Nürnberg als Kapitän erhalten. Ein wichtiges und gutes Zeichen, Chris? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er ist, egal ob er jetzt Kapitän ist oder nicht, er ist schon der Boss in dieser Mannschaft. Oder er hat es sagen, er hat aber ist natürlich eher ein ruhiger Leader. Also der kaut schon, kann schon mal dazwischen hauen. Aber von seiner ganzen Art, er ist sehr reflektiert, sehr überlegt. Alles das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Auch wenn man es in Testspielen bekommt man das ja auch mal dann eher mit als in einem Stadion. Die Anweisungen, die er gibt, also der brüllt jetzt auch nicht, wenn vorne der Linksaußen einen Ball verliert, gibt's ja, dann wird er, sondern dass der dann zum Beispiel jetzt da den irgendwie anbrüllt, das ist nicht die Art und Weise. Er ist eher einer, der wirklich konstruktiv sagt, steh tiefer, lass dich fallen, geh dorthin, da passt was nicht. Und wie es der Martin auch gesagt hat, so einen noch im Mittelfeld, noch zusätzlich einen dazu, das wär für den Club ganz wichtig. Und ich habe vorhin den Handwerker erwähnt, der mit seiner Kreuzbandverletzung ja ausfällt.
der war ja auch auf dem Weg, eigentlich schon einer dieser Leader in dieser Mannschaft zu werden. Und der fehlt auch in der Beziehung, fehlt er dem Club sehr. Also ich sage jetzt mal, die linke Seite zumachen, das kann der Fabi Nürnberger, das kann der Wegkesser. Aber der Tim Handwerker war drauf und dran, auch einer dieser wirklich Führungsfiguren in der Mannschaft zu sein. Und wie es der Martin sagt, du brauchst eine gewisse Hierarchie manchmal in der Mannschaft. Und deswegen ist es auch schon mal ganz wichtig oder schon ein gutes Zeichen, dass Schindler auch bleibt und bis 24 jetzt erstmal verlängert hat. Er ist ja auch körperlich sehr stabil, wo man sich keine Gedanken machen muss. Gut, jetzt hat er mal einen Muskelfaserriss gehabt. Er sagt, das war der erste in seiner Karriere überhaupt. Aber also der ist ja körperlich richtig fit. Und ich meine, er ist 32 und der kann auch mal locker, kann ja auch noch, obwohl er vielleicht auch bis 36, 37 spielen. Aber so weit muss man gar nicht in die Zukunft schauen. Aber er hilft dem Club auf jeden Fall. In der nächsten Saison ist es eine der großen Korsettstangen vom Club. Die Winterpause steht, wie gesagt, dann auch bald an und dann ist hoffentlich genügend Zeit, um den ersten FC Nürnberg, den Club, wieder auf Vordermann zu bringen. Ein tolles Spiel steht an, das hat mir ein Vögelchen gezwitschert, den Namen darf ich nicht nennen, ist auch egal, aber am 16.12., wie gesagt, wurde mir herangetragen, spielt der Club bei 1860 München in München ein Testspiel gegen den Ex-Trainer des ersten FC Nürnberg oder Ex-Ex-Trainer Michael Köllner. Wird mit Sicherheit eine geile Partie, oder Martin? Ja, ich denke, die 60er zeigen eine sehr, sehr gute Saisonleistung, auch wenn sie jetzt am Wochenende 1-0 in Bayreuth verloren haben. Aber ich glaube, die spielen eine gute Saison und haben wirklich Chancen, dieses Jahr das Ding zu machen und aufzusteigen. Und dann wäre es natürlich ja, ein schönes Ding, wenn wir noch ein Derby hier in Bayern mehr haben, nächstes Jahr, wenn wir nicht absteigen. Nein, wir steigen natürlich nicht ab. Nein, ich glaube, das ist super und ich glaube, das ist auch ein guter Grad, jetzt mal gegen 60 da zu spielen. Eine Mannschaft, die sehr motiviert ist, die vor Selbstvertrauen strotzt, gegen uns dann zu sehen. Denn ich denke, man hat auch gegen Mannheim gesehen, was eine durchschnittliche Drittligamannschaft ist. Da haben wir uns auch schwer getan und da wird schon mal, ich denke, Kölner wird heiß sein mit seinen Jungs. Und wir können zeigen, ob wir langsam in Tritt kommen. Ja gut, ich meine, da ist die Vorbereitung. Es ist ja für die Fans und es ist natürlich ein Interesse. Allein das Derby, das bayerische, fränkische Derby ist mal interessant an sich. Wobei es noch wahrscheinlich gar nicht die Bedeutung hat für die Rückrunde, weil 16.12., das ist natürlich ist ja noch 6 Wochen, bevor die Runde wieder losgeht. Aber ein interessanter Vergleich und Test ist es auf jeden Fall. Ich finde auch diese Testspiele gegen solche Mannschaften eigentlich auch für den Club wesentlich besser, als wenn ich irgendwie, ja, ist für die Fans mal schön und toll, wenn ich gegen Arsenal spiele, aber die Aussagekraft ist halt immer sehr beschränkt. Deswegen sind solche Gegner interessanter und ich denke mal auch für die Mannschaft besser. Auf Augenhöhe, Mannschaften auf Augenhöhe, wo man dann eben auch weiß, wo man steht, das sehe ich genauso wie du. Aber ich denke, Michi Köllner wird sich auch freuen. Ich glaube, das ist das zweite Spiel, was er dann nach seiner Trainerstation in Nürnberg gegen den Club bestreitet und das in München. Also mit Sicherheit eine geile Geschichte. Vielleicht doch nochmal abschließend, Chris, das nächste Spiel jetzt gegen Magdeburg. Was erwartest du denn da? Magdeburg ist ja eine Mannschaft, die sehr über ihre Spielstärke kommt, bin ich mal gespannt, ob sie das in Nürnberg auch so versuchen durchzuziehen. Wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, die haben gegen Heidenheim, haben die, glaube ich, 75% Ballbesitz gehabt. Ich meine, der Ballbesitz ist auch immer so eine Statistik, die man sehr mit Vorsicht genießen muss. Aber 75% sagt schon was aus. Aber sie hat auch, das klingt jetzt erstmal super, aber Heidenheim wird sich heute noch in den Allerwertesten beißen, dass sie da in der Nachspielzeit das 1-1 gekriegt haben, weil sie trotzdem alles im Griff hatten. Also ich habe immer gedacht, Magdeburg ist für mich die Mannschaft, habe ich vor 4-5 Wochen noch gedacht, die am ehesten vielleicht mal abreißen lassen und dann richtig runter reinrutschen. Aber sie gewinnen dann auch immer wieder. Also man sollte sie nicht unterschätzen, die waren eine sehr spielstarke Mannschaft, hat letztes Jahr in der dritten Liga den Aufstieg mit den meisten Toren, mit den meisten Siegen geschafft. Sehr, sehr offensiv, sehr spielstark,
bieten dann allerdings natürlich auch gute Räume nach hinten. Also gerade da, wenn der Club, wenn Magdeburg sein Spiel aufziehen will, ist für den Club natürlich wunderbar, weil das liegt ihm ja eigentlich auch, dann in die Umschaltbewegung zu kommen und dann über die schnellen, über den Dua zum Beispiel, das wäre dann, wenn er da die Flachpässe in den Lauf bekommt, also die sogenannten Vertikalbälle, dann dürfte das eine große Chance für den Club sein. Martin Dreier gegen Magdeburg, endlich mal Stürmertore. Ja, wir brauchen den Dreier. Ganz ehrlich, auch ein Unentschieden hilft uns gegen Magdeburg nicht weiter, weil dann kommen die Fürther, die Bielefelder, die Sandhauser, die kommen alle von hinten und überholen uns. Und wie gesagt, gegen Magdeburg dürfen wir schon mal gar nicht verlieren, weil die sind ja auch hinter uns, die würden uns dann auch überholen. Also das kann ein sehr, sehr gutes Wochenende werden, wenn wir da siegen und da unten vielleicht die anderen Punkte lassen. Aber es kann auch ein ganz, ganz bitteres Wochenende für uns werden und dann stehen wir auf einmal auf dem Abstiegsplatz, wenn es ganz, ganz schlecht läuft. Wir hoffen auf ein gutes Wochenende mit einem erfolgreichen ersten FC Nürnberg und dann unterhalten wir uns die Tage wieder drüber. Euch wieder ganz, ganz lieben Dank für eure Expertise. War mir eine Freude und lasst euch gut gehen. Habt eine schöne Woche. Bis dahin, servus. Ciao, bye bye. Ciao, servus. Servus, ciao.